ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute habe ich eigentlich was ganz anderes geplant gehabt. Ich wollte jetzt eigentlich mit meinem Fox, oder nicht mit meinem Fox, mit dem von meiner Schwägerin jetzt anfangen, die Tür mal zu reparieren, aber das Fahrzeug ist gerade auf der Straße unterwegs. Ja, die letzten Wochen ist bei mir ein bisschen chaotisch. Ich kriege gerade nicht so richtig ein Projekt von Anfang bis Ende durchgezogen. Ich muss immer ein bisschen umswitchen, je nach aktueller Lage am Tag. Ja, deswegen werden jetzt die nächsten Filme oder auch jetzt der Film so ein bisschen eine Revue passieren. Nein, nicht Revue passieren. So eine kleine Doku-Soap von meinem Samstag. Und heute will ich jetzt mal weitermachen mit meinem Dreirad. Ich habe mir jetzt überlegt, nachdem ich das Ding mehrmals angeguckt habe von allen Seiten und noch mal ein bisschen nachgedacht habe, dass ich das jetzt doch ein bisschen anders baue. Ich werde hier von dem Fahrrad mir noch mal was ausbauen, den hinteren Teil, wo das Hinterrad drin gesessen ist, und werde das hier mit ranbauen. Ich werde auch diese Konstruktion jetzt nicht mehr in Aluminium machen, sondern ich mache mir das selber in Stahl. Also ich versuche den Querschnitt sehr klein zu lassen, damit ich einfach Gewicht einspare, habe aber den Vorteil, ich kann das alles selber machen. Ich werde mir vielleicht sogar noch ein kleines Schutzgasschweißgerät kaufen, weil das eben mit dem Elektrodenschweißen ein bisschen ein Problem ist mit dem Rohrmaterial. Ja, da brennt man zu Löcher rein. Und ja, da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir vielleicht ein kleines Schutzgasschweißgerät, die sind gar nicht mehr so teuer heute. Ja, wie gesagt, habe den Vorteil, ich kann alles selber machen, ich kann es selber ranschweißen, ich kann was wegflexen. Bei Aluminium ist immer das Problem, das selber zu schweißen ist nicht ganz einfach. Ich muss auch gestehen, man findet gar nicht so viele Firmen, die Aluminium schweißen. Das ist wohl eine ganz spezielle Geschichte. Ja, deswegen, wie gesagt, immer wieder mal seine Konstruktion überdenken und vielleicht noch einen Schritt zurück und wieder ein bisschen was anderes machen. Okay, dass wir ein bisschen was heute herankriegen, ein bisschen vorankommen, werde ich jetzt anfangen, das Ding umzubauen, beziehungsweise erstmal alles wegflexen, was ich hier von dem Fahrrad noch brauche. Also das wird dann danach wirklich Schrott. Aber ist ja okay, haben wir ja auch so gewollt. So, jetzt geht's einfach mal los. Jetzt bauen wir das Ding auseinander. So, jetzt zerlegen wir den hinteren Teil wieder. Gucken wir mal, was wir haben. Perfekt. So, jetzt baue ich kurz meine Säge auf. Jetzt kann ich den schon
hier hinten anbauen. Hat zufällig gut gepasst. Und jetzt muss das hier so angebaut werden und hinten dann so abgefangen. So der Plan. Jetzt schaue ich mal, was ich da habe, um das festzuschrauben. So, jetzt habe ich meine Teile zusammen, die ich brauche. Jetzt schauen wir einfach mal. So, 53, dann sind wir bei 25, 26, 5. Bleistift. Super. Malt nicht, wie immer. Egal. So, das heißt hier. Das hält schon mal. So, und dann machen wir das provisorisch so ran. Okay. Jetzt bauen wir aber zuerst das Rad ein und dann haben wir die genaue Position. Ja, natürlich, war klar. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das Hinterrad da reinkriegen wieder. Sollte ja eigentlich problemlos gehen, erstmal. So, okay. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So. Und jetzt kann ich hier den Winkel einstellen, wie ich das haben möchte. Das soll natürlich so einigermaßen gerad sein. Das heißt, das ist dann unterbauen. So, ich habe jetzt hier zwei Löcher gebohrt und jetzt schraube ich das Ding einfach fest. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Logik richtig war. Ha! Hält! Okay. Stabil ist was anderes. Da muss ich noch was nachbessern. Dann muss ich da noch so, nachdem ja
das hier nicht so stabil war. Baue ich da jetzt noch was drunter. So, die Höhe müsste so passen. Dann mache ich jetzt den Winkel noch ran. So, Versuch Nummer 2. Unterbau wegmachen und schauen. Okay, jetzt sieht es schon besser aus. Also ich habe gerade die Erkenntnis gesammelt, dass der Punkt hier viel zu weit oben ist. Das heißt, ich baue das jetzt nochmal kurz um, setze das Rohr ein bisschen weiter runter. Auch den Winkel werde ich hier unten ein bisschen oder näher da unten anklemmen an dem Federbein, und dann wird es stabiler, weil das ist hier alles so instabil, und ich glaube, später am richtigen Prototyp muss ich das genauso machen. So, mit dem hinteren Bereich bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden. Gefällt mir soweit ganz gut. Ich glaube, so in der Richtung werde ich es auch machen. Ja, jetzt kommt das Thema hier mit dem vorderen Bereich. Mir ist das Ganze auf jeden Fall zu lang. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das Ding kürzer machen. Das mache ich jetzt gleich mal. Und dann schaue ich mal, wie es da vorne weitergeht. Also das ist mir einfach zu lang. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich setze mich da mal rein. Irgendwo wird die Sitzposition hier von der Länge so sein, ein bisschen höher. Das heißt, der Winkel geht ein bisschen runter. Die Räder kann ich gut hier in den Bereich ranmachen. Also von dem her, ja, ich setze mal die Latte zurück.
So, bis jetzt sieht es ja schon ganz gut aus. So langsam nimmt es der Gestalt an. Jetzt mache ich mir hier drinnen mal hier hinten einen Sitz ran, dass ich einfach mal sehe, wie die Sitzposition ist und vor allem wie die Länge, ob das jetzt wirklich passt. Das kommt mir jetzt fast schon ein bisschen zu kurz vor. Aber probieren wir einfach. Dazu habe ich hier mein tolles Konstruktionsholz. Und dann kann man das ja relativ einfach bauen. Ja? Der Fernseher soll aus der Sonne schon kaputt. Ja, da hast du recht. Ja, ich muss schon was machen, gleich geht's weiter. So, jetzt bin ich auch schon durch mit meinem Umbau von meiner Studie. Prototyp kann man ja noch gar nicht sagen. Ja, das ist schon nur ein Muster erstmal. Ich denke mal, so sieht es jetzt schon ganz gut aus. Also mit dem hinteren Bereich bin ich ganz zufrieden. Der vordere Bereich, ich glaube, die Idee, das ein bisschen schräg zu stellen, ist auch nicht schlecht. Ja, wenn man da ja gewisse Winkel auch wie beim Fahrrad einhalten soll. Also ich glaube, das ist eine gute Idee. Von der Länge her, ja, denke ich mal, vielleicht ein kleines bisschen noch länger, aber nicht mehr viel, weil man ja so hier in dem Bereich dann irgendwo die Treppe anbringen muss. Also ich glaube, so 20 cm länger muss ich es noch ein bisschen machen und dann passt das eigentlich auch. Die Breite finde ich auch gut, da ist man schön dazwischen. Also für mich passt es jetzt, ich meine, das Fahrzeug wird eh direkt für mich eigentlich gebaut oder für meine Größe jetzt, ja. Für ein Serienprodukt ist das natürlich nichts, da muss man das alles variabel haben. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Mit der Lenkung muss ich mir noch was überlegen, wie ich das irgendwie lenke. Da fällt mir aber auch noch was ein. Ja, jetzt, ich mache mal noch einen Schwenk außen rum und ja, dann bin ich eigentlich schon fast fertig. So, jetzt schauen wir es uns mal von hinten an. Also die Aufhängung von dem Rad hinten finde ich schon ganz gut. Ist natürlich jetzt nur provisorisch, weil das wird ja noch ein Gestell aus Metall. Und da ist es natürlich noch ein bisschen anders realisiert. Aber man kann sich schon vorstellen, wie es wird. So, und von vorne, das mit der Schräge hier, finde ich auch eine gute Idee. Da haben wir dann schon den richtigen Winkel auch für die zwei Gabeln. Ich denke, das kommt ganz gut. Die Länge selber, wie gesagt, noch ein kleines bisschen länger, aber nicht mehr viel. Auch die Sitzposition finde ich gar nicht schlecht. Ich habe das ja mal so jetzt ausprobiert. Da kann man natürlich jetzt auch noch irgendwie einen speziellen Sitz bauen oder muss ich noch bauen. So, aber so von der groben Richtung bin ich da glaube ich ganz gut dabei. So, jetzt habt ihr das mal von nahem noch gesehen, wie es jetzt gerade aussieht. Mein nächster Schritt wird der sein, dass ich mir nach zwei Gabeln schaue, damit ich vorne das auch schon mal festlegen kann, wie das genau aussieht. Ich mache da keine, ja, das sind ja 26er. Ich glaube, ich mache da kleinere Räder rein, so 24er oder so, dass es einfach vorne noch ein bisschen runterkommt. Ja, wie gesagt, ein bisschen länger und dann passt es eigentlich auch. Wenn ich die neuen Gabeln habe, baue ich die nochmal rein an dem Prototyp hier oder an dem Muster. Und dann kann ich auch schon übergehen, mit der Schweißkonstruktion anzufangen. Also wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal. Ich habe mich jetzt entschlossen, aus Stahl oder aus Vierkant-Stahlprofilen hier diesen Grundträger zu machen. Ich denke, das kommt dann ganz gut. Und ja, vor allem kann ich das dann selber machen. Das ist das Entscheidende eigentlich. Und die Änderungen vornehmen, die ich dann meine, noch machen zu müssen. Gut, ja, ein Thema habe ich noch. Und zwar
das Problem mit der Zulassung von dem Fahrzeug. Also, ich habe jetzt im Internet noch längere Zeit recherchiert und ich bin der Meinung, man kann so ein Ding selber bauen und auch im Straßenverkehr betreiben. Es gibt so mehrere Faktoren. Das eine ist, dass man nicht schneller wie 25 km/h mit einem Motor fahren kann, also mit Unterstützung. Man muss natürlich immer die Pedale bewegen, aber man kann bis 25 km/h mit elektrischer Unterstützung fahren. Dann zählt es immer noch als Fahrrad. Dann gibt es diese Anfahrhilfe, wo man dann im Prinzip mit so einem Gashebel oder sowas bis 6 km/h beschleunigen kann, ohne dass man treppelt. Das ist wohl auch noch so eine Sache, wo zugelassen ist. Ja. Und das sind so meiner Meinung nach die Hauptkriterien. Ein Dreirad erfüllt auch noch die Kriterien eines Fahrrads. Also ich habe jetzt nicht wirklich ein K.O.-Kriterium gesehen, um sowas nicht selber zu bauen und auch im Straßenverkehr fahren zu dürfen. Man muss natürlich die StVO-Gesetze einhalten, das heißt, das Fahrzeug braucht Beleuchtung. Da habe ich jetzt schon gesehen, dass vorne wahrscheinlich sogar zwei Lichter ran müssen. Es müssten Bremsen dran sein. Ja, die wichtigsten Dinge eben, die ein Fahrrad hat, muss das natürlich auch haben. Und dann glaube ich, kann ich mit dem auch im öffentlichen Verkehr mitfahren. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn ihr da vielleicht noch nähere Informationen habt, würde mich das echt freuen, da, wenn ihr da noch ein bisschen was dazu sagt oder schreibt, vielleicht sogar mir einen Link irgendwie schickt, wo man nochmal sowas lesen kann. Also ja, es ist so ein bisschen eine Grauzone gerade, wo ich mir aber relativ sicher bin, dass es kein Problem ist. Okay, jetzt bin ich dann aber schon durch. Jetzt muss ich meine Garage aufräumen, das sieht so aus wie Sau. Das ist dringend nötig. Dann muss ich noch den Rasen mähen und noch mit meinem Sohn nach in die Stadt fahren. Also ja, mein Samstag ist relativ gefüllt, deswegen kann ich da jetzt auch nicht weitermachen. Ich denke, das ist jetzt auch ein guter Abschluss mal zwischendurch. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat mein kurzer Film gefallen über den Fortschritt von meinem Dreirad. Und wie gesagt, wenn ihr da für mich was habt, tut ihr das einfach mal reinstellen, würde mich freuen. Diesen Frage-Antwort-Film mache ich jetzt auch noch demnächst. Ich hoffe, dass er auch vielleicht am Sonntag fertig ist oder so. Und dann geht es einfach schon wieder weiter. Also ich habe, wie gesagt, gerade viele Baustellen, die ich parallel abarbeite. Ich gebe dann immer mal wieder so einen Zwischenstand durch, wo ich gerade bin und wo es gerade weitergeht. Achso, über den Daumen hoch freue ich mich natürlich auch noch, ja.